Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde White Shade und absolut krassen Infos, denn es ist ab dem nächsten Update möglich, Crystal Unicorns zu bekommen. 3 Crystal Unicorns werden es in den Shop schaffen. Und was haben die Crystal Unicorns nämlich auf sich? Da ist nämlich was ganz, ganz Besonderes. Also während ich euch jetzt hier mal die Crystal Unicorns nebenbei zeige, erkläre ich euch jetzt mal, wie das Ganze mit den Crystal Unicorns funktioniert. Also, es gibt verschiedene Edelsteinfarben. In der ersten Woche kommt das Ruby Unicorn, das Sapphire, das Saphir Unicorn und danach kommt das Amethyst und das Emerald Unicorn. Also wir haben die unterschiedlichsten Edelsteine. Außerdem wird ein goldenes Unicorn dauerhaft im Shop sein. Also es kommt nicht immer rein, aber es wird dann halt immer wieder mit dabei sein. Die Crystal Unicorns haben auch diesen Sparkle-Effekt, der ja jetzt schon demnächst reinkommt mit den League Mains. Also die haben das schon standardmäßig. Und die Crystal Unicorns sind das allererste Mal ein Pferd, das im Shop ist, das nämlich nur aus Code und Mähne besteht. Also es hat quasi nur die Farbe und eben die Mähne und es hat keine Fellmarken. Also es hat quasi keine Fellzeichnungen. Die Crystal Unicorns gibt es in einem Bundle direkt aus Mähnenfarbe und Pferd. Also das ist nicht so, dass ihr wieder das Pferd zusammenbasteln müsst, wie es gerade bei meinem Rosenpferd im Endeffekt der Fall ist, sondern ihr habt direkt das Special Pferd zusammen. Jetzt wird es dann nämlich nochmal interessant, denn die Crystal Unicorns haben zusätzlich noch ganz spezielle Effekte. Denn es ist nämlich so, wenn man Crystal Unicorns miteinander züchtet, kann entweder ein Crystal Unicorn rauskommen oder dann eben 50-50, dass eben ein normales Pferd rauskommt, was aber die Traits, also die optischen Eigenschaften der Eltern hat. Also im Endeffekt habt ihr jetzt nicht mehr, wie es davor war, eben dieses 80-20-mäßige, sondern ihr habt jetzt eben die Chance bei 50-50, dass eben eins der Eltern rauskommt, also ein Crystal Unicorn rauskommt. Und jetzt kommt noch die andere Sache. Man kann auch ein Crystal Unicorn mit einem Classic Horse, also einem normalen Pferd, zusammenzüchten. Und dann hat man eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass wieder ein Crystal Unicorn rauskommt, das eine exakte Kopie des Elternteils ist. Also wenn ihr ein Crystal Unicorn züchtet, kriegt ihr, wenn ihr ein Crystal Unicorn rausbekommt, dann direkt dasselbe raus. Und wenn ihr ein Classic Unicorn, wenn ihr ein Classic Pferd rausbekommt, hat es eine 80-20 Chance, die Eigenschaften des Elternteils zu haben. Also so ist es quasi auch jetzt ja, dass momentan, wenn ihr ein Pferd züchtet, habt ihr eine 80%ige Chance, dass es entweder das eine Elternteil oder das andere Elternteil als Eigenschaften mit sich bringt. Jetzt ist es so, dass ihr zusätzlich zu dem 80-20 noch eine kleine Chance on top habt, dass es direkt das Crystal Unicorn ist, was ihr zur Zucht mitnehmt. Also ganz special-mäßige Sache. Die Crystal Unicorns werden das große neue Ding werden. Übrigens kann man jetzt schon dazu sagen, die Crystal Unicorns werden sich vom Preis her ungefähr an dem Preis eines der teureren Pakete orientieren, also des oberen Pakets. Das heißt, die Crystal Unicorns werden vermutlich irgendwie so dazwischen stehen, sowas mit 35 Euro, 30 Euro, sowas um die Dreh herum werden sich die Crystal Unicorns dann einsortieren. Ich habe jetzt momentan schon ein bisschen geraced, bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Score, die ich aktuell habe. Überlege gerade, wo wir so ein bisschen racen. Machen wir mal Mondpalast. Aber das auf jeden Fall ist der krasse neue Shit in Wildshade. Die Crystal Unicorns, die übrigens völlige Unique-Eigenschaften, also von den Mähnen und allem haben. Die sehen ja ganz, ganz anders aus von der Art her. Und ich zum Beispiel für meine Verhältnisse hätte halt mega Bock, dass irgendwie mein Rosenpferd irgendwie dann komplett die Eigenschaften, also besser die Mähne oder sowas von einem Crystal Unicorn hätte. Und oh mein Gott, das wäre dann halt unfassbar krass. Also die Crystal Unicorns sind schon irgendwie sehr, sehr krass. Ich bin auch mal gespannt, wie ihr die so findet. Ihr könnt mir ja gerne auch mal so eure Meinung über die Crystal Unicorns in die Kommentare reinschreiben. Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu meint. Also, ich finde, die haben schon ganz klar eine richtig krasse optische Veränderung durchgemacht. Also, gerade die Pferde sehen schon total krass aus, meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil Crystal Unicorns, hallo, ey, ist doch wohl mal eine ganz schön coole Sache.
Oh je, Mini, ich bin ein bisschen zu weit hinten. Ah, nein! Ja, 80 Punkte zu wenig hier bei der Sache. Ist natürlich immer ein bisschen sad. Gerade wenn man die Sachen eben nicht trifft, die man gerade treffen wollte. Ja, nice. Jetzt hier ein Blitz. Hier einen Blitz zu bekommen, ist wirklich krass gut. Denn damit sind wir jetzt nämlich schon vom Punkteverhältnis her eigentlich ganz gut dabei. Das Ärgerliche ist, wir hatten eigentlich eine ganz gute Platzierung. Das Problem ist nur, dass der Erste so weit vorne war. Oh, nö. Ja, das, ihr seht es gerade selber. Der Erste ist ein bisschen weit vorne und dadurch hatten wir das Problem, dass wir eben von der Score eben ein bisschen schlecht durchgekommen sind. Also die 80 Punkte können wir mal gucken. Oh, war das knapp. Oh mein Gott. Also wir gucken mal, was wir jetzt drin haben. Wenn wir die 80 Punkte draufrechnen. Oh lol. Okay, let's go. Also wir sind krass durchgekommen, würde ich mal sagen. Mit den 80 Punkten wäre ich sogar, glaube ich, an meiner Best of all time. Wie stehen wir denn aktuell von der Total Score? Wir sind jetzt bei 14.255. Ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wir kriegen dann hier, die sieht sogar richtig nice aus. Die gefällt mir sehr gut, die Trense. Sind jetzt aktuell in Diamant 4. Noch zwei liegen danach bis Diamant 7, nach der 5er dann. Ich kann das schon mal sagen, was danach kommt, wird mega krass. Ist nur ein kleiner Spoiler, dass ich euch dazu nichts sagen darf aktuell. Aber ich kann euch sagen, dass es danach dann mega abgehen wird. Ich bin in der Zucht gerade gar nicht mal so schlecht unterwegs. Ich muss euch nämlich was zeigen. Schaut mal an, ich habe hier ein neues Pferd gezüchtet. Das ist nämlich Amber Eye. Amber Eye ist das erste Pferd, wo ich es geschafft habe, eine Beinmarking des Pferdes drauf zu bekommen. Was wir haben wollen, eine ist jetzt drauf. Wir werden dann demnächst dieses Pferd nämlich mit diesem Pferd hier zusammen züchten, denn das hier hat nämlich noch zwei weitere Markings. Das Ziel ist, dass wir die beiden hier drauf bekommen. Also deswegen versuche ich immer möglichst ähnliche Pferde. Ihr seht es jetzt hier. Das Pferd hat nur die Augen. Okay, die Mähne zähle ich jetzt aktuell noch nicht. Hat nur die Augen anders und die Code Markings. Das heißt, wenn ich die beiden zusammen züchte, ist die Wahrscheinlichkeit 80%, dass ich sozusagen das bekomme. Dann ist es 40%, dass ich die Fellmarkings übernehme. Hier ist sie auch 80%. Und dann 40% jeweils bei den Beinmarkings. Also das probieren wir jetzt aktuell dann noch zu hinzubekommen. Aber definitiv schon mal das erste Stückchen ist geschafft. Amber Eye ist das erste Pferd, was jetzt schon in die Richtung geht von dem, was ich haben möchte. Aber ich sage danke fürs Zuschauen und bin gespannt, was ihr sagt. Wie findet ihr die Crystal Unicorns? Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Let us sleep since I am chased but not afraid.